Nachbarschaft ist hier richtig schön, gell? Guck mal, ich meine, hier haben wir das Haus, da gegenüber wohnen auch Kinder. Ja, und unsere Lilly ist so niedlich. Okay, einmal absperren, zack, zack. Oh, ich bin aber ganz schön erschöpft. Ich weiß gar nicht, was wir machen sollen den ganzen Tag. Wir haben auch keinen Babysitter und Lilly ist nur am Schreien. Uff, ja, es war echt anstrengend. Warte, hast du alles besorgt, was ich auf die Liste geschrieben habe? Ich sehe hier nirgendwo Windeln. Hast du Windeln gekauft? Ja, klar. Okay, dann zeig mir gerne wo. Oh. Du hast keine Windeln? Okay, was sollen wir denn jetzt machen, wenn das Baby... Oh mein Gott. Ich habe alles gekauft, außer Windeln. Okay, aber ich habe dir quasi keine Liste gegeben. Es waren super wenig Sachen. Es waren im Endeffekt fast nur Windeln. Ich habe das Babybett geholt. Ich habe den Kinderhochstuhl geholt. Ich habe den extra leisen Staubsauger geholt, damit kein Lärm ist. Ich gehe nochmal welche kaufen. Sorry. Okay, aber beeil dich. So, dann lege ich Lilly ins Bettchen. Dann hoffe ich, du kannst ein bisschen schlafen. Ich bin erschöpft. Ich mache vielleicht mal einen Kaffee oder irgendwas zu essen. Ich mir vielleicht einfach was warm im Ofen. Boah, ich bin so erschöpft. Vielleicht lege ich mich einfach... Oh mein Gott! Was wollen Sie? Gib mir dein Geld. Ich habe kein Geld. Ich komme gerade aus dem Krankenhaus. Das ist mein Baby. Geben Sie mir mein Baby zurück. Sonst nehme ich das Baby mit. Nein, das können Sie nicht machen. Das ist mein Baby. Bitte lassen Sie... Los! Ich habe kein Geld. Es tut mir leid. Mein Mann ist gerade mit dem Geld losgezogen, um Windeln zu kaufen. Ich schwöre, der kommt bald zurück. Pech. Das können Sie nicht machen. Halt, das ist mein Baby. Halt, kommen Sie zurück, bitte. Bitte, halt, stehen bleiben. Hallo? Halt ihn jemand an, halt ihn jemand an. Schatz, ich habe die Windeln. Unser Baby ist weg. Ist gekommen und es war ein Einbrecher und hat Lilly mitgenommen. Was? Doch, ist wirklich wahr. Ich weiß nicht, ich kann ihn nicht aufhalten und ich konnte ihm kein Geld geben und er wollte Geld und ich glaube, er will uns erpressen mit dem Baby. Was? Das kann nicht sein. Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Ich rufe mal bei der Polizei an. Okay, vielleicht wissen die, was sie machen müssen. Ja, los. Hallo? Spreche ich da mit der Polizeizentrale? Hi. Ja. Okay. Ich würde gerne eine Meldung aufgeben. Meine Tochter Lilly wurde entführt. Die ist ein Neugeborenes. Ist in so einem pinken Ding eingewickelt. Wir sind gerade heute aus dem Krankenhaus gekommen und es kam ein Einbrecher und der hat mein Baby entführt. Und, ich habe ein Bild vom Gesicht noch vor Augen, also wenn ich runter zur Station kommen kann, kann ich auch so eine Phantomzeichnung beauftragen? Okay. Okay, ja, ich mache mich sofort auf den Weg. Okay, danke. Okay, okay. Mein Ehepartner soll zu Hause bleiben für den Fall, dass noch jemand auftaucht oder der Entführer sich meldet? Alles klar, gut, dann sage ich ihm das. Dankeschön. Okay, also, die meinen, du sollst hier bleiben, weil so Erpressungsfälle, da melden die sich oft oder schreiben Briefe oder rufen an. Das heißt, wenn irgendwas ist, dann kannst du das entgegennehmen. Ich habe mein Handy dabei und ich gehe jetzt runter zur Station und ich gebe Bescheid, wie der aussah und dann kümmern die sich drum. Keine Ahnung, ich bin so gestresst. Ich hoffe, alles wird gut. Okay, ich hoffe, das klappt. Hallo, wie kann ich helfen? Oh mein Gott, mein Baby wurde entführt und, wartet mal, ich komme mal rum. Mein Baby wurde entführt und es ist jetzt weg und ich bin mir nicht ganz sicher, was ich hier machen soll. Ich hatte auch angerufen mit dem, dass ich vielleicht eine Phantomzeichnung machen kann. Oh je, yeah, wir haben halt gerade viel zu tun. Ja, aber es ist super wichtig, es ist mein Baby. Wir halten ein Auge offen. Kann ich nicht irgendwo eine Zeichnung machen oder irgendwie eine Vermisstenmeldung aufgeben? Ich meine, ich sehe, es ist super voll hier. Oh Gott, es ist wirklich voll. Ich verstehe, was Sie meinen. Wir melden uns bei Ihnen, aber gerade geht's wirklich nicht. Okay, ich verstehe Ihr Problem. Ich, alles klar, ich versuche erstmal selber zu gucken. Dankeschön auf jeden Fall. Ich melde mich später, falls sich irgendwelche neuen Entwicklungen ergeben. Tut mir leid. Dankeschön trotzdem für die Hilfe. Okay, ist irgendwas passiert? Ronja, hier ist ein Brief gekommen. Oh, was steht drin? Mist. Wie Mist? Was steht drin? Was steht drin? Der ist von dem Dieb. Und er will Erpressungsgeld? Er will 1 Million Euro. Wer hat denn 1 Million Euro? Der soll sich mal realistische Ziele setzen. Wie wär's vielleicht mit einem 10er oder 20 Euro? So viel haben wir nicht. Ja, ich weiß, dass wir nicht so viel haben. Okay, was machen wir denn? Die Polizei meinte halt auch nur, sie können ein Auge aufhalten, aber... Ich glaube, wir müssen den selber finden. Wir müssen sie suchen. Okay, wir lassen es logisch nachdenken, okay? Der Verbrecher muss ja theoretisch auch die ganzen Babysachen kaufen. Ich meine, der braucht genauso Windeln wie wir. Sonst, keine Ahnung, Essen und Babypulver und so Zeug. Vielleicht können wir in den Läden lauern und gucken, ob der kommt. Und ansonsten, ich frage mal bei den Leuten beim Lebensmittelladen nach. Okay, sehr gut. Dann gehe ich zu dem Kleidungsladen für Babysachen.
Und dann können wir uns danach treffen und schauen, ob wir irgendwas gefunden haben? Ja. Okay, gut, dann beeilen wir uns. Hallo, kann ich dir irgendwie helfen? Hi. Ja, mein Baby wurde entführt und wir suchen den Täter und die Polizei kann nicht helfen, weil da gefühlt alles rappelvoll ist gerade. Deswegen suchen mein Mann und ich jetzt selber. Und, ist hier irgendjemand hergekommen, der Babybücher oder Spielzeug oder irgendwas gekauft hat? Da war vorhin jemand hier. Oh, okay. Schwarze Haare, relativ groß. Ich würde mal sagen, eher schlichtes Outfit, helle Haut. Der sah sehr verdächtig aus. Oh, wirklich? Also passt das ungefähr auf die Beschreibung? Dunkle Augenbrauen? Ja, ja, die Beschreibung passt. Okay, irgendeine Ahnung, wo der wohnt? Auf der Rechnung stand was von Motel. Oh mein Gott, vielen, vielen Dank. Sie retten mir mein Leben. Dann gucke ich wieder mal. Okay, machen Sie es gut. Tschüssi, danke. Viel Glück. Okay, Motel. Hast du was rausgefunden? Ja, also bei mir Laden meinten sie, jemand, der gut auf die Beschreibung gepasst hat, hat Babyklötzchen gekauft. Und er soll wohl irgendwo im Motel wohnen. Oh, das hat er bei mir auch gesagt. Oh, wirklich? Okay, dann lass mal im Motel vorbeigehen, oder? Motelzimmer 5. Oh, der wusste sogar die Adresse? Oh ja, stimmt, die steht hier auf dem Kassenrezeptding drauf. Okay, perfekt. Dann lass uns da vorbeischauen und, dann holen wir unsere Tochter wieder. Schnell. Oh, warte, das Motel ist direkt da hinten. Denkst du, der ist zu Hause? Vielleicht geht er noch andere Sachen einkaufen, wenn heute sein großer Einkaufstag ist. Vielleicht haben wir Glück. Warte, lass uns erstmal hier vorne kurz warten. Okay, also für mich sieht es nicht aus, als ob jemand gerade zu Hause ist, aber die Lichter sind an. Denkst du, Lilly ist da drin? Sieht leer aus. Okay, dann lass uns mal reinschleichen. Warte, soll ich Wache halten und du gehst rein oder andersrum? Ja, ich gehe rein. Okay, dann bleibe ich davor stehen und falls der Dings kommt, dann versuche ich ihn abzulenken. Okay, dann beeil dich. Okay, warte, aber die Tür ist verschlossen. Wie kommen wir hier rein? Geht das? Hast du... Oh, du hast dein Dings dabei? Perfekt. Da ist Lilly! Okay, nimm schnell Lilly und dann lass uns gehen, lass uns gehen, lass uns gehen! Okay, noch ist niemand da? Okay, renn, ab nach Hause! Oh, Gott sei Dank, was ist Lilly, oder? Geht's ihr gut? Der hat nicht noch andere Babys adoptiert. Oh, ich bin so erleichtert. Okay, lass uns schnell hier ganz weit wegkommen. Oh mein Gott! Hallo? Oh, warte, die Polizei ist schon da? Hi! Das Baby ist wieder aufgetaucht. Alles gut, Sie müssen sich nicht mehr drum kümmern. Okay, ich bin so froh, dass es jetzt alles geklärt ist. Die Polizei ist informiert, Lilly ist wieder da, es scheint ihr gut zu gehen. Wir haben Windeln. Ich auch. Puh, okay. Dann lass uns morgen nochmal zum Revier gehen und gucken, ob sie den Dings verhaftet haben und die Haustür mal abschließen und dann ist das Ganze nochmal gut ausgegangen. Genau, wir müssen besser aufpassen. Es ist nur alles so neu und man guckt nicht drauf und ich bin so müde die ganze Zeit. Ich würde einfach gerne schlafen wollen. Können wir Lilly hinlegen? Wir schaffen das schon. Okay, dann danke für deine Hilfe. Gute Nacht. So, das war's mit dieser Folge von Roblox Brookhaven als Baby entführt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne den Kanal. Dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos. Und ich mache auch Shorts. Das heißt, falls ihr die noch nicht gesehen habt, schaut gerne mal bei der Playlist hier oben beim i vorbei. Die sind nämlich auch... neu und cool und auch in Brookhaven. Also falls euch das gefällt, gefällt euch das vielleicht auch. Okay, dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!